dass wir im Wohnzimmer angefangen haben, als Fans vor dem Fernseher und jetzt 25 Jahre später immer noch selber Shows machen und unseren Traum leben dürfen. Das ist unbeschreiblich. Was ich am meisten mit der GWF verbinde, ist der Ehrgeiz. Wie oft man schon zum Training gekommen ist und über seinen Schatten hinausspringen musste. Die GWF hat immer an mich geglaubt. Wo andere mich haben fallen lassen, hat die GWF immer einen offenen Platz für mich gehabt. Die GWF bedeutet für mich die Erfüllung von Träumen. Ich habe im Prinzip alles gemacht, außer selber in den Ring zu steigen und mir damit Kindheitsträume erfüllt. GWF ist für mich der Standard im deutschen Pro-Wrestling schlechthin. Hier möchte man hinkommen, hier möchte man zeigen, was man drauf hat. Was ich mit der GWF verbinde, dass ich bei der GWF zum professionellen Wrestler trainiert wurde. Ahmed Chair und Mike Chair, die beiden haben mir das nötige Wissen gegeben, um mich international im professionellen Wrestling-Business zu beweisen. Die GWF ist mein Lebensprojekt. Ich arbeite daran praktisch seitdem ich gefühlt geboren bin und es wird auch wahrscheinlich bis zu meinem Tod noch weiter mein Job sein. Wenn du etwas liebst, dann stehst du auch zu 100% dahinter und das tue ich. Ohne die GWF wäre ich niemals in meiner Karriere so weit gekommen. Hier habe ich angefangen, hier bin ich als Wrestler aufgewachsen. Mein Ein und Alles. Meine Familie, meine Brüder. Die German Wrestling Federation wurde gegründet, um jungen Talenten eine Chance zu geben, eine Plattform zu haben, um gesehen zu werden. Wir haben hier im Februar und März 2020 Shows gehabt vor 700 Leuten. Und auf einen Schlag konnten wir das einfach nicht mehr machen. Auf einen Schlag war alles zu. Als uns gesagt wurde, dass wir erstmal keine Shows machen dürfen, war das natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil ich meine, wir haben seit so vielen Jahren jeden Monat veranstaltet. Es war eine Selbstverständlichkeit. Nach der Show ist vor der Show, so hieß es bei uns immer. Dann war es weg. Nichts mehr. Ich habe gerade mein Debüt gefeiert und dann war auf einmal Lockdown. Und natürlich hat es wehgetan. Ich war ready. Ich hatte Hunger. Und nichts war. Es war nicht schön. Es war wie eingesperrt sein. Was ich vermisse, ist der Druck und das Adrenalin, aber am allermeisten vermisse ich das Backstage-Klima mit meinen Freunden. Die ganze Truppe hier regelmäßig zu sehen, zu treffen und an einem Projekt zu arbeiten, hat natürlich gefehlt. Dieses große Team, diese große Familie, das fehlt. Den Ring zu spüren, die Seile anzufassen, die Matte zu berühren. Genau das hat gefehlt. Die GWF hat mir so viel im Leben gegeben. Und nun ist es Zeit, etwas davon zurückzugeben. Ich bin ein Geschenk für die Fans. Als gesagt wurde, okay, ich könnte Shows machen vielleicht, aber wenn dann ohne Zuschauer. Ich dachte, nein, ich meine, wofür machen wir das? Genau für die Fans. Ohne Fans gibt es kein Pro-Wrestling und ohne GWF-Fans gibt es auch kein GWF-Wrestling. Der direkte Austausch, im Ring zu stehen und die Leute direkt an der Seite zu haben und all die Reaktionen zu bekommen. GWF lebt einfach von den Zuschauern, die GWF lebt von der Interaktion. Das sind Emotionen, die du aus Menschen herausholst, wo eine Bindung zwischen dir und diesen Fans entsteht. Das kommt wieder. Ich liebe es. 25 Jahre. 25. 25 Jahre. 25 Jahre. Berlin Wrestling. Berlin Wrestling. GWF Legacy. 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 GWF Legacy. GWF Legacy. 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 Das ist einfach die größte Bühne, die die GWF zu bieten hat. Wenn man sich beweisen will, dann ist es bei GWF Legacy. GWF Legacy ist für mich wie ganz groß Geburtstag feiern und mit all deinen Freunden zusammen. Das ist einfach ein unfassbares Erlebnis und das größte Event des Jahres. Ich verbinde mit Legacy unglaubliche Main Events, spektakuläre Kämpfe. Das ist die Show, wo alles zusammenkommt. Das ist halt wie so ein Staffelfinalende. Das ist Legacy. Legacy bedeutet große Chancen im richtigen Moment zu treffen. Bin damals rausgekommen, wurde Champion der GWF, Weltmeister. Dieses Bild, das wird ewig in meinem Kopf drin bleiben. Mit GWF Legacy verbinde ich die große Bühne des Wrestlings, weil ich meine, wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt sind. Das ist unser Vermächtnis. Vermächtnis. Worauf ich mich freue, wenn ich wieder in den Ring steige? Auf Ärsche zu treten.